Ich liebe es, wenn ich Erklärungsvideos machen muss für Dinge, die ich eigentlich so nicht hätte erwähnen wollen. Für diejenigen von euch, die es nicht wissen, die kleine Kontroverse, die ich erwähnt hatte im Zusammenhang mit Kingdom Come, war nicht ganz so klein wie erwähnt. Beziehungsweise ich habe von einer anderen Kontroverse geredet, aber egal. Primär geht es mir gerade darum, dass ich etwas klarstellen möchte, aber das nicht wirklich ins eigentliche Video passt, weil ich damit zu politisch wäre und den ganzen kompletten Stimmungsding versauen würde. Also hier eine kurze Erklärung. Der Head Developer von Warhorse Studios, Daniel Wawra, hat ein paar ungünstige Aussagen getroffen, wo, wenn es um die farbigen Leute in seinem Spiel geht, die nicht existieren. Die Hauptaussage, soweit ich das nachvollziehen kann, war von ihm, es gab in Bohemien keine Schwarzen und darum stellen wir die im Game auch nicht dar. Das Hauptproblem dabei ist, dass er alle Beweise zum Gegenteil liegen, also zum Beispiel verschiedene Aufzeichnungen aus Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und so weiter und so fort, die bis ins 11. Jahrhundert zurückgehen und von farbigen reden, einfach stumpf ignoriert, weil er sagt, nee, es geht ja nicht um diese Länder, sondern um Bohemien im 15. Jahrhundert. Wir haben über Bohemien explizit in dem Zeitrahmen keine Hinweise, darum nehmen wir keine Schwarzen mit rein. Und das zweite Problem ist, dass er sich wie ein, ich glaube, dummes Arschloch als Erfahrungsdruck dafür benommen hat. Ich meine, ja, wenn du ein Edgelord sein willst, meinetwegen. Aber ich finde es etwas ungünstig, wenn du dich als großer Intellektueller aufspielst, wenn 5 Minuten auf Google dich widerlegen können. Also ja, meiner Meinung nach ist Daniel Wawra zu allermindest ein arrogantes Arschloch, der sich nicht belehren lassen will und im schlimmsten Fall vielleicht rechtsradikal. Darum soll es im eigentlichen Video aber nicht gehen, weswegen ich das als Sondervideo jetzt nochmal machen muss.